Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen FSX Flugvideo. Ich begrüße euch hier heute recht herzlich, wie ihr seht, am Dubai International Airport, Gate Bravo 23. Wir fliegen heute hier in der PMDG 777 von Emirates nach Tokio Narita, nachdem sich das einige gewünscht haben. Oder nachdem, ja, mal wieder ein Flugwunsch, wie ihr seht, ganz viel Emirates steht hier. Ja, wir fliegen da heute hin. Leider, Quality Wings 787, also ich möchte noch kurz zu Flugwünschen mich äußern. Und zwar, habe ich, ist dieser Flugwunsch einer, der ein bisschen weiter unten steht. Das heißt, ich habe einige Flugwünsche übersprungen. Das hat mehrere Gründe, unter anderem fehlen dazu die entsprechenden Add-ons. Das ist der eine Grund, das heißt irgendwie zum Beispiel ein langer Wunsch ist bereits von Tokio Narita nach Düsseldorf, also umgekehrt von Düsseldorf nach Tokio Narita mit der 787. Die Quality Wings 787 kommt aber erst Anfang 2015 rein, deswegen müsst ihr leider noch so lange warten. Sobald sie rauskommt, wird dieser Flug der erste sein, den ich mache, versprochen. Und zum Beispiel ein Wunsch ist auch von Singapur nach Hongkong. Hongkong kam letzte Woche ein Add-on raus, den habe ich mir gleich gekauft. Sieht super geil aus. Dementsprechend werde ich wahrscheinlich bald auch einen Flug dorthin machen, der auch gewünscht ist. Und ja, da könnt ihr euch auch schon drauf freuen. Aber wahrscheinlich ein bisschen variiert, also nicht ganz so, wie er gewünscht ist. Ja. Und der andere Grund, der mir ein bisschen mehr wehtut, ist, dass ich teilweise auch Flugwünsche überspringe, weil ich sie nicht machen möchte. Klingt jetzt ein bisschen hart, aber so ist das leider. Und zwar sind das teilweise sehr interessante Flugwünsche, und es ist immer so, zu allen Flughäfen, die ich anfliege, kaufe ich mir Add-ons. Das liegt daran, weil ich muss euch ehrlich sagen, das Standard FSX, die Default FSX Scenery ist einfach ein Krampf. Man kann es in die Tonne kloppen. Und dementsprechend kaufe ich jedes Mal Sceneries. Diese Sceneries liegen zwischen 10 und 30 Euro. Also die 30 sind dann schon die ganz krassen. Ich glaube, Flight Temple liegt so zwischen 20 und 30 Euro. Das summiert sich auf die Zeit. Ich will gar nicht wissen, wie viel Geld ich schon für FSX rausgehauen habe. Das mache ich gerne, weil ich mir sage, ich brauche sowieso immer wieder ein bisschen was Neues und fliege gerne irgendwelche neuen Städte an. Aber es ist so, wenn ihr euch Sachen wünscht, wo ich dann sehe, die fliege ich einmal im Flugwunsch an und danach nie wieder. Dann finde ich es ein bisschen verschwendet, wenn ich dafür 30 Euro raushau oder 20 Euro. Da gehen wir mal von 20 Euro raus. Und wo ich dann selber sage, nee, von dem Flughafen, der interessiert mich eigentlich weniger. Deswegen müsst ihr verstehen, wenn ich teilweise Flüge überspringe. Zum Beispiel ist ein Flugwunsch von Frankfurt nach Caracas. Mag ganz schön sein, aber Caracas will ich jetzt nicht so unbedingt hinfliegen. Und ich weiß auch, wenn ich da einmal mit dem Flugzeug hingeflogen bin, im Video, wird es eine Zeit lang dauern, bis ich da wieder hinfliege. Und ich habe da einfach keine Lust drauf. Dementsprechend überspringe ich ab und zu auch mal Flugwünsche aus diesem Grund. Diese Flugwünsche lösche ich nicht komplett, vielleicht sage ich ja irgendwann Caracas, vielleicht, kann ja mal interessant sein. Das heißt, die sind eben da in der Warteliste und irgendwann fliege ich den doch. Also nie die Hoffnung aufgeben, aber wie gesagt, ich hoffe vor allem, ich gehe mal davon aus und hoffe jetzt einfach mal, dass ihr da Verständnis habt, das ist am Ende mein Geld, weil das investiere ich gerne, es ist ja auch für mich, habe ja auch meinen Spaß, aber dementsprechend habe ich natürlich auch den größten Einfluss darauf, welches Flugvideo ich wann mache. Was ich mit dieser ganzen Reederei eigentlich bezwecken möchte, ist vorzubeugen, dass ich Kommentare erhalte, wo dann drin steht, hey, ich war doch eigentlich davor krank, voll unfair und alles sowas. Wie gesagt, ich habe eine Liste, auf der steht das alles chronologisch geordnet drauf. Nur, ich habe eben einen Einfluss darauf, auf diese Liste. Und dementsprechend schiebe ich ab und zu eben Flüge ein, wie die letzten zwei. Wo ich sage, ich habe das entdeckt, habe jetzt Lust drauf und fliege da einfach hin. Und ich hoffe mal, ihr habt dafür Verständnis und ja.
Wenn wir das geklärt haben, würde ich sagen, habe ich genug geredet. Wir springen gleich mal rein in die 777. Da hinten sehen wir ein Flugzeug im Landeanflug auf die Runway. Wer weiß es, welche Runway es ist? Schreibt es in die Kommentare. Oh, Runway 30 ist es. 30 links oder rechts, das weiß ich natürlich nicht. So, wir sind im dunklen Cockpit. Ich habe Angst im Dunkeln, deswegen machen wir einfach mal die Maschine kurzerhand an. Battery. So, dann drücken wir kurze Zeit hier mal Menu. Und connecten mal ganz schnell die Ground Power. Und zack, und zack, und es werde Licht. Zitiere ich hier schon die Bibel. Und es ward Licht. So, dann können wir eigentlich mal gleich mal hier Background Lightning anmachen. Wir brauchen natürlich NAV und Logo Light, ganz wichtig. Die Fuel Pumps machen wir an. Längerer Flug, deswegen mache ich jetzt auch mal die Center Pumps an. APU ist in Ordnung. ADIRU machen wir noch an. Emergency Lights armen wir. Linksklick und rechtsklick die Kappe schließen. Und ansonsten war's. Das geht bei der 777 immer sehr schnell, weil die doch sehr viel automatisiert hat. Maschine wacht jetzt langsam auf aus ihrer Dämmerung. Wie gesagt, noch eine Information. Ich starte immer mit Cold and Dark. Ihr seht, wir haben 1 Uhr 8 nachts. Ich starte immer mit Cold and Dark. Meistens werden die Flugzeuge nicht im Cold and Dark abgestellt, sondern dann ist zum Beispiel, dann werden die zum Beispiel jetzt in dem Zustand oder die Fuel Pumps noch on, off. Aber so werden die dann eben abgestellt. Bildschirme aus, aber das System an sich wäre an. Also, ja, ungewöhnlich, weil normalerweise haben die nur 2-3 Stunden am Boden, deswegen wird dann nicht jedes Mal komplett aus und wieder komplett angemacht. Aber ich mache das jetzt einfach so. Einfach, weil ich das immer so mache. So, ich würde sagen, FMC, Navdate out of date, Navdata out of date, Enter IS Position. So, wir stehen hier in OMDB, das ist Dubai. Zack, und unsere GPS-Position ist die da. Route ist von OMDB nach RJAA. JAA. Und das ist die Route 1. Das ist unsere Company Route. Und die hat er sogar. Meine Güte, ich bin begeistert. Sehen tun wir sie, wie wir sehen, noch nicht. Ah, guck doch mal, jetzt hat hier. Achtung, Ohren zu halten. So, da sehen wir die Route. Hier machen wir mal Departure Approach. OMDB Departure. 30. Paarung ist aktiv, das heißt, wir starten mit der 30 links. Und unser erster Punkt, den wir brauchen, ist Riket. Also schauen wir mal, ob wir dazu eine passende Departure finden. Riket 4 Foxtrot, das klingt doch gut. Sehen wir hier. Riket ist, genau, da ist Riket. Und unsere Route führt uns eben hier raus. Übers Meer steigen wir dann rechts rum. Dann geht's hier über die Wüste. Ziemlich straight ahead to the east. Alright. Würde ich sagen, Route, Activate und Execute. Perf init ist ein super Stichwort, finde ich. Deswegen gehen wir gleich mal hier rein und machen Payload. Was brauchen wir für ein Zero Fuel Weight? 219,3. So, Zero Fuel Weight. Dankeschön. Und dann Fuel. Was brauchen wir an Fuel? Weil momentan seht ihr hier in Gelb a Ground Weight slash Max Takeoff Weight. Das sind die Abkürzungen GW, Ground Weight und Max Takeoff Weight. Das heißt, das momentane Gewicht des Flugzeugs und das maximale Gewicht des Flugzeugs, das wir beim Start haben dürfen. Und wie wir sehen, sind wir da drüber. Das liegt daran, dass es standardmäßig 99,9% Fuel eingestellt ist, was ein bisschen viel ist. So viel brauchen wir nicht. Wir brauchen 73 Tonnen, deswegen laden wir mal
wie viel laden wir mal? 75 Tonnen, denke ich, ist ganz in Ordnung. Da sehen wir schon, zack, sind wir wieder deutlich drunter. 18 Tonnen sind wir vom Zero Fuel Weight im Underload. Takeoff Weight sagt er hier 294, das passt ja ideal. Ja, 2 Tonnen ist ja, weil ich noch Dings reingetan habe, extra Sprit. Also Perfinet, Zero Fuel Weight haben wir ja gerade angegeben. 75.000 Kilogramm calculated. Reserve habe ich, warte mal, wie viel waren das? 2 Tonnen, genau. Cruise Altitude, gehen wir mal auf 340, wenn das geht. Geht das? Das geht sogar. Und Kostindex machen wir mal in 98. Thrust Limit, Insufficient Fuel. Alles klärchen. Würde ich sagen, dann erhöhen wir nochmal die Dosis ein bisschen. Warte mal, 74 haben wir jetzt. Dann machen wir dann... gehen wir mal mit 82 rein. Ja. Normales Takeoff, normales Climb-Verfahren. Warte, 25 Grad. Ja, ist akzeptabel. Flaps 15. CG haben wir 25,7. Dementsprechend 154 V1, 162 VR und V2 bei 172 Knoten. Trim ist 5,5. Wo stehen wir momentan? Bei 4,0. Also. Ah. Geht erst, wenn die Triebwerke laufen. Das vergesse ich jedes Mal. Aber, Freunde, wir sind fertig. Mit dem FNC programmieren. Drehen wir hier noch schnell 34.000 Watts ein. Ja, das geht nicht, weil wir Flight Director natürlich noch anmachen. So, ich würde sagen, dadurch, dass wir fertig sind, 12 Minuten haben wir schon verratscht, also APU starten, Beacon an und dem Boden sagen, dass wir hier gerne weg möchten. Request Departure, nose to the right, please. Oh, thank you very much. Ah, jetzt mache ich hier noch ein schönes Thumbnail-Screenshot. Alles klar, also die APU läuft jetzt schon langsam hoch, das Cockpit baut sich auf. Wir können derweil schon mal die Türen verschließen, also die eine Tür, die noch offen ist. Ich habe übrigens mal GSX ausprobiert, es geht wunderbar. Also wenn man, solange man AIS auf dem Flughafen nicht aktiviert hat, startet man einfach GSX. Wenn man AIS aktiviert hat auf dem Flughafen und kann es halt sein, dass man von beiden abgefertigt wird. Aber dadurch, dass man GSX manuell startet, kann man das gut kontrollieren. Ich muss sagen, GSX gefällt mir besser, außer das mit den Jetways. Das gefällt mir bei AIS besser. Also eine Kombination aus beiden wäre sensationell. Aber so, bei GSX ist das nicht unterstützt. Das heißt, man muss immer manuell mit dem Steuerung J-Befehl den Jetway anparken. Und das sieht sehr bescheiden aus, weil der ist irgendwie jedes Mal krumm und schief und keine Ahnung. Deswegen ist es eigentlich bei Vorfeldposition ist GSX sensationell. Bei am Gate finde ich AIS einfach durch die Jetways ein bisschen besser. Okay, er will jetzt schon meine Parking Brakes loswerden. Das können wir rein theoretisch. Ich habe jetzt über GSX und AIS geredet, deswegen habe ich jetzt hier verpennt. Parking Brake. Bist du? Nein, du bist nicht gesetzt. Dann sollten wir dich mal setzen. Alles klar. Dann schauen wir mal schnell. APU läuft. Hydraulik ist da. Alles klar. Park and Break ist off. Okay, starting push time. Confirm. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel Traffic. Gerade mal 17 Frames. Und das in Dubai. Schlimm. Alright, let's start left engine.
So, machen wir Hydraulics on. Sehen wir, wie N2 hochläuft. Oben ist bei 27 die GT, also rein mit dem Sprit. Ich glaube, ich habe schon mal in einigen Videos erklärt, wie das mit dem Triebwerken, wie ein Triebwerk funktioniert und wie das mit dem Startup funktioniert. Engine number one is stable. Starting right engine. Engine one and engine two ist ja bei der Trivis 7 nicht nicht korrekt, ne? Ist ja mit left and right engine. Hier sehen wir den Burj Khalifa. Parking brake is set. Please prepare aircraft for taxi. We have two good engine starts. Auto brake RTO. LNAV VNAV aktivieren. Seatbelt signs machen wir auch nochmal an. Warten, bis die bis der hier zurückspringt. Können wir auch hier beobachten. Ah. Können wir hier beobachten, dass ich vergessen habe, den Sprit reinzuhauen. Sorry. Das war mehr oder weniger unclever. Finde ich jetzt, hier sieht man auch ganz schön hier. Ah, verdammt. Ich habe irgendwie den, das Problem, dass meine Maus versetzt ist im Video, aber hier links von dem Seitenleitwerk hier sehen wir jetzt hier die Öffnung vom hier die APU Einlassöffnung. Und wieso ist gerade mein Logo Light ausgegangen? Da denn kaputt. So, APU hat die Aufgabe erfüllt, also schalten wir sie off. Alles klar, ist auf RTO. Jetzt können wir nochmal das mit dem Trim machen. 5,5 brauchen wir. Haben wir 5. 5,25. 5,5. Läuft. APU Cooldown, Seatbelt is on, Autobrake RTO, Parking Brake is set und Doors are Auto. Alles klar, Tickets is off, das ist richtig soweit. Also machen wir da die Taxi Light on. Und dann würde ich sagen, machen wir noch hier Flut Light off. Dann würde ich sagen, ich würde gerade sehr viel sagen, da sehen wir ihn winken. Wie ich gesagt habe, würde ich sagen, let's taxi to runway 30 left. Ja, und ich glaube, ich muss echt nochmal... Das Optimum habe ich noch nicht gefunden. Ich muss nochmal ein bisschen Traffic runterschrauben, glaube ich, früher oder später. Also jetzt nach dem Video. 18 Frames ist jetzt nicht so... Der Weltuntergang aber auch nicht so, so berauschend. Das mit dem gleichmäßigen Kurvenfahren beim Taxien, das muss ich auch nochmal üben. Ich habe mir auch mal überlegt,
einen Flug komplett aus dem Cockpit herauszumachen, aber es wird einem irgendwann doch zu langweilig. Weil wenn man schon mal die Möglichkeit hat, auch das Flugzeug von außen zu sehen, dann sollte man die nutzen, ne? A380 von Emirates kommt uns da entgegen. Sollte aber nicht das Problem sein. Wir gehen auf einfach auf den Taxiway. Wobei, das könnte jetzt schon ein Problem werden, weil ich weiß nicht, ob der auch auf den Taxiway geht, auf den ich hier gerade gehen will. Ah, das ist übrigens ein 777 und kein A380. Verguckt. Okay, er geht nicht auf den, dann gehen wir auf den. Nein, die haben ihre Landing Lights an, aber... Okay, Cabin is ready. Und wieder Kurve fahren. Wuhu. Okay, jetzt mache ich es mir noch ein bisschen schwieriger. Aus der Tower-Sicht Kurven fahren. Ah, wir sind sehr weit rechts von der Leitlinie, aber ansonsten bin ich rumgekommen, ohne groß irgendwo dagegen zu stoßen. Ich finde, das sieht hier einfach so geil aus. Wie füreinander geschaffen. Wunderschön. Concourse. B oder C? Ja. So, fröhliches Taxiing weiter zu Runway. Sehen wir jetzt einen Start und eine Landung parallel. Atlas Cargo. Hier sieht man auch wieder, wie versetzt die zwei Runways sind. Die landet dort auf der Hälfte von der anderen Runway, also 3-0 rechts. Ja, also die 3-0 rechts und die 3-0 links. Es sind ja um die Hälfte verschoben. Versetzt angeordnet. Auch damit man die ein bisschen besser unabhängig voneinander. Also ganz unabhängig kann man die nicht voneinander benutzen, aber eben, wie man hier gesehen hat, auf der einen startet jemand, auf der anderen landet jemand. Das ist dadurch, dass sie so versetzt sind, noch ein bisschen besser möglich. Außerdem ist die eine Runway ein bisschen kürzer. Oh. Wie schnell taxien wir hier gerade? Okay, ja. Ich finde es schlimm, von außen sieht man nicht, wie schnell man ist. 30 Knoten ist ein bisschen sehr flott da. Gebe ich der netten Dame recht. Ja, ein Computer ist aber. Runway 30 left is identified. Kilo 17. Halten wir hier mal. Church Sector. Ah, das ist jetzt schwer zu sehen, aber ich gehe mal davon aus, dass er auf die 3-0 rechts anfliegt. Normalerweise hätte man ja.
ATC. Ich kann aber mal mein Ticket andrehen. Unter anderem. Dann können wir mal gucken. Ja. TA only, weil wir am Boden stehen. Dieses Flugzeug ist einfach zu clever. Weather Radar. So, ja. Fliegt auf die andere ein. Also, lining up runway 30 left. Check. Wie sehr schön mittig ich drauf bin. So. All is checked. Clear for takeoff. Runway 30 left. Und da vorne cross gerade jemand rein oder links. Wenn ich das richtig sehe. Takeoff thrust set. 80 knots. Cross check. Positive climb, gear up. Auch ein schöner Screenshot. Wirklich ein schöner Screenshot. Traffic alert. Flaps 10. Nee, Flaps 5. Bisschen weniger steigen, sonst verlieren wir zu viel Geschwindigkeit. Okay, jetzt halten wir erstmal ein bisschen die Geschwindigkeit. Steigen weiter. Über den Hafen weg. Dann beginnen wir mit der Rechtskurve hier. Okay, da haben wir eine Restriction, 3000 or above, das schaffen wir. Bei DB558 reduziere ich jetzt ein bisschen den Climb. Wir sind hoch genug erstmal. Ziehen jetzt die Flaps ein. Dadurch, dass man die Landeklappen ausgefahren hat, erhöht sich der Luftwiderstand. Man erhält mehr Auftrieb, dadurch, dass man die quasi stärker gekrümmt sind, die Flügel. Aber man erhöht eben auch den Luftwiderstand und erzeugt Verwirbelungen. Deswegen sollte man die baldmöglichst einziehen. Außerdem kann man so ein bisschen Tempo gewinnen und jeder Flughafen, wo viel, so viel los ist wie in Dubai, ist natürlich an einer raschen Abwicklung interessiert. Und deswegen wollen sie zu einem, dass die ankommenden Flugzeuge möglichst schnell reinkommen. Und dann kurz vor der Landebahn erst abbremsen und die abfliegen, dass sie schnell beschleunigen, damit eben der Luftraum möglichst schnell wieder frei ist.
Weil wenn wir da jetzt ewig brauchen, um von der Ausflugsschneise wegzukommen. Ja. Kann in der Zeit natürlich kein Flugzeug starten. Okay, wir... guck mal, die Drecksau will in den Himmel. Das ist schlimm. Ich drücke schon die ganze Zeit runter und wir steigen immer noch wie sonst noch was. Wie gesagt, die Geschwindigkeit ein bisschen erhöhen will. Wir gehen jetzt schon auf 250 Knoten. Und Rechtskurve. Bisschen manuell fliegen hier heute. Muss auch mal sein. Haben wir eine Restriction 4000 or above. 4000A, 4000 above. 4000B wäre 4000 below. Das heißt, in dem Fall haben wir eine Höhenrestriktion, dass wir über 4000 sein müssen. Und bei 4000B wäre es unter 4000. So. Guckt dir das an. Nichts dagegen, dass wir steigen, aber doch nicht so schnell. Obwohl doch, ja. Kann man mehr steigen. Da sehen wir nochmal, right over wing, den Flughafen und Dubai. Und jetzt gehen wir wieder steil. Haha, gehen wir steil. So, Autopilot on. Mir reicht's an Flugspaß. Denn jetzt muss ich die Lichter ausmachen. So. Ja, und kann man mir noch einen Moment Meter, kann ich mir das noch anzeigen lassen, alles. Wie wir sehen auf dem Wetterradar, Wolken los, und wenn wir rausschauen, sehen wir links ein paar Wolken, in der Entfernung ein paar Wolken, unter uns ein paar Wolken, aber da wo wir hin wollen, auch Wolken los. Dadurch, dass wir nach oben fliegen, ist auch unser Wetterradar nach oben geneigt, deswegen sieht er die Wolken hier hinten nicht. Ich bedanke mich auf jeden Fall mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Mir hat es gefallen. 32 Minuten, ja. Why not? Wie gesagt, hoffe, es hat euch gefallen. Hoffe, wir sehen uns dann im Anflug auf Tokio Narita wieder. Und ja. Wir in einem langen Nachtflug gen Osten, steht nichts mehr im Weg. Ich kann auch kurz sagen, unsere Flugroute immer Richtung Osten. Indischen Subkontinent, China, nördlich von Hongkong, nein, sogar bei Peking, Hongkong ist da unten, etwas südlich von Peking vorbei, immer Richtung Osten, bis in Nordosten, nach Tokio. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch gefallen. Ich schalte auf Standard Barometer um. Wie gesagt, hoffe, es hat euch gefallen. Hoffe, wir sehen uns dann im Anflug auf Tokio Narita wieder. Und bis dann, haut rein, euer Benzo 740. Ciao.